Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Mein Name ist Franziska, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, und ich kann mein Sprüchlein wieder aufsagen. Ich bin 59 Jahre alt und lebe in einem Pflegeheim seit ca. 9 Jahren aufgrund meiner chronifizierten Anorexie. Hier und warte, ich bin doch zu früh. Ja. Das ist, ich fühle mich so nicht wohl, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin zu wenig gelaufen, ich muss mehr laufen, jetzt war ich heute nicht draußen und fühle mich dementsprechend einfach unwohl, sehr unwohl. Das sind übrigens unsere Briefkästen, ich zeige sie euch mal. Ich darf zwar keine Namen, ich muss da schnell durchgehen, das sind alles unsere Briefkästen, wo wir unsere Post bekommen, jeden Morgen. Also jeder hat seinen Briefkasten. Das gefällt mir. Das war in dem einen Heim. Ich war in einem anderen Pflegeheim einmal noch. War es nicht so. Jetzt kommt er. Ich muss ab. Bett und ich bin erleichtert. Ich habe jetzt nochmals das Ganze studiert mit dem YouTube, weil es wurde mir zu viel. Ich habe gemerkt, ich kann das noch gar nicht so. Kooperationen und so weiter, was ich alles erzählt habe im letzten Video, das stimmt alles nicht. Ich darf Kanalmitgliedschaften schalten, wenn ich das möchte, oder meine Produkte, die ich einkaufe, bewerben und euch verlinken oder euch vorstellen. Das darf ich aber mehr nicht. Ich darf Geld verdienen mit Werbung und mehr nicht. Das andere, da muss ich zuerst wirklich 1000 Abonnenten haben. Und das nimmt mir jetzt ziemlich viel Druck weg, weil ich habe schon gedacht, ich werde das Partnerprogramm absagen und dann nicht mitmachen. Ich möchte meine Videos machen wie vorher und so kann ich es jetzt auch. Ich bin wieder frei, ich bin erleichtert. Ich kann jetzt gut schlafen, ich nehme jetzt meine Schlaftablette. Es ist bald 12 Uhr, also Mitternacht, und ich werde dann einschlafen. Ich wollte das euch nur noch sagen, damit ihr es wisst. Ich bin froh, dass es nicht so ist. YouTube hat mir alles neu eingerichtet, ich muss gar nichts machen. Sie haben mir mein Studio gemacht, also meine Kanalseite, sie haben alles eingerichtet und ich habe nochmal alles durchgelesen. Jetzt bin ich erleichtert und kann so weiterfahren wie bisher. Möchte auch die Anorexie wieder mehr in den Fokus nehmen und euch mehr über das erzählen, über meine Gefühle, was ich fühle. Im Moment fühle ich mich ja sehr elefantig, wie ich schon gesagt habe, dick und unwohl und terrorisiert ein bisschen von der Anorexie, nicht ein bisschen, ein bisschen stark von der Anorexie. Meine Ernährungstherapeutin geht noch in die Ferien für 3 Wochen. Dann habe ich sie nicht. Sie ist sehr wertvoll und holt mich immer wieder auf die Realität zurück und in die Realität zurück, wie es wirklich ist. Und es tut mir immer gut, sie spiegelt mich, wie es wirklich ist. Und ich denke immer, ich könnte ja alles wieder selber machen, nach Hause gehen. Und das wäre mein Ziel immer noch nach wie vor. Aber es ist unrealistisch im Moment. Und ich muss das akzeptieren. Doch jetzt bin ich erleichtert und ich glaube, ich kann besser schlafen. Ich wünsche euch eine sehr gute, entspannte Nacht und melde mich wieder morgen. Danke. Die Tasche, die nehme ich mit, da habe ich alles drinnen, was ich brauche zum Duschen. Den Rest habe ich in der Dusche schon parat von der Nachtwache. Dann gehen wir mal raus. Nein, zum Duschen nehme ich euch nicht. Bis dorthin. Rotor. Bis leise. So. Wenn man das Licht einschaltet. Hier, ich werde den Rollator hier und dann könnt ihr reinschauen, wie das aussieht.
So sieht es aus. Die Türen sind gerichtet. Die gerichte ich jetzt parat auf meinen Stuhl, weil es ist weich. Ich brauche da eine weiche Unterlage, sonst tut mir der Popo weh. Das muss ich jetzt alles abdecken mit Tüchern. Und dann gehe ich duschen. Im Moment nehme ich dieses Duschen von Hildegard Bracken Bodylift. Das ist sehr fein Ocean Green. Dann nehme ich zum Eincremen nehme ich das Saint-Tropez, weil ich ja die Haut selbst bräune. Das hält die Bräune ein bisschen länger. Und für den Bumbum nehme ich noch diesen kleinen Bumbum. Diese kleine Bumbum-Creme, die muss ich auch brauchen. Das wär's. Und jetzt habe ich das so angerichtet, die Tüchlein alles parat. Jetzt gehe ich duschen. So verlasse ich die Dusche wieder. Ich habe alles wieder parat gemacht. Hier ist das mein Tüchlein. Und die Bumbum-Creme, Bumbum heißt Popo. Das ist von Brasilien. Das haben wir. Und jetzt ist es ganz dunkel. Das wollte ich nicht. Das war in Brasilien. Und auch, sie haben immer Bumbum gesagt. Und dort kommt der Name von der Creme. Dunkel. Jetzt rieche ich, dufte ich nach Bumbum. Die Stadt ist sehr stark. Wenn man sie günstig erwerben möchte, das ist jetzt eine Übung, kann man im Moment bei Parfum Dreams, kann man diese Creme ganz günstig erwerben. Also ich brauche alles von Joël de Janeiro. Bis später. So, nun bin ich geschminkt. Ich sehe, ihr seht das vielleicht einfach mit Blau und fertig. Das ist das Angesicht. Ich möchte das Video schon beenden und es schon bald hochladen, vielleicht vor dem Wochenende, weil ich es richtig stellen möchte, was ich auf YouTube wirklich für Sachen machen darf oder was für mich jetzt momentan ermöglicht wird auf YouTube. Nicht das, was ich gesagt habe, ich bin falsch gelegen, ich habe mich unter Druck gesetzt, ich wollte aufhören. Ich wollte sogar YouTube schreiben, ich höre auf, es ist mir zu stressig. Dabei bin ich gar noch nicht so weit. Ich bin normal im Partnerprogramm aufgenommen, aber das heißt noch nicht, dass ich Kooperationen machen kann. Das heißt noch nicht, dass ich Läden unterstützen kann. Das heißt, ich darf meine Sachen zeigen, was ich brauche, wie ich lebe. Und solche Sachen darf ich auch euch bewerben. Das darf ich und über mein Leben erzählen, so wie es immer war. Ich darf bleiben, wie ich bin und ich freue mich so über das. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr jetzt noch im Anschluss ein Unboxing anschauen von der Pinkbox als Goodie sozusagen. Das ist eine Beautybox aus der Schweiz, das liebe ich. Ich liebe halt Beauty, trotz allem. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr mich gerne wieder neu abonnieren. Es haben sich ein paar verabschiedet leider, aber das macht nichts. Ich freue mich trotzdem. Ich habe euch alle lieb. Ich danke euch für eure lieben Kommentare. Ich bin glücklich, dass ich Franziska bleiben darf und noch nicht in diesen YouTube-Stress rein muss. Ich gehe auch, werde auch nicht reingehen. Ich werde bleiben, so wie ich bin. Ich werde meine Videos machen für euch und mit euch zusammen. Meinen Alltag gestalten, meine Tagesstruktur beibehalten und mich freuen, dass ich mit euch zusammen bin. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Video, eure Franziska. Die Pinkbox ist gekommen, unsere Schweizer Beautybox, sag ich es richtig. Wir machen sie auf zusammen. Es ist eine Beautybox, die kommt einmal im Monat. Die kann man nur flexibel bestellen, also nicht im Monatsabo oder im 3-Monats-Abo. Man kann sie nur jeden Monat bestellen. Man kann sie jederzeit kündigen.
Man kann sie jederzeit aktivieren, also unkompliziert und schön. Sie hat auch noch eine Box, nicht wie andere Boxen. Sie ist noch schön eingepackt, sie hat noch ein Verkehrsrum, habe ich gerade gesehen. Es gibt ja auch eine Pinkbox in Deutschland, aber wir haben in der Schweiz auch eine Pinkbox. Und unsere Pinkbox ist auch eine Drogeriebox, also keine Parfümeriebox, sondern eine Drogeriebox. Sie kommt so, diesmal ohne Werbung, einfach ganz normal, also ist es keine Special Edition, sondern eine normale. Sie ist schwer, kostet 21,90 für mich, ich glaube sonst kostet sie 20, aber da ich sie mit Einzahlungsschein bezahle, wegen meinem Treuhanddienst, ich möchte das über mein Sackgeld finanzieren, zahle ich das per Einzahlungsschein und zahle ein bisschen mehr. Dann machen wir den Deckel auf. Bald kommt die Reinigungskraft. Wir müssen ein bisschen noch ein bisschen Gibi geben. Ich mache es jetzt hier. So. Hält das. So. Hält das. Ja. Und dann hat es hier ein Seitenpapier und ein Pinkschleifchen. Das kann man immer wieder verwenden. Das ist süß. Ich verwende es manchmal. Und dann also ein Pinkbox-Schleifchen. Es ist gut eingepackt. Es ist anders wie bei anderen. Das ist noch nicht so nachhaltig. Dann ein Pinkbox-Klebi. Machen wir den auch auf. Mit einem Seidenpapier. Und dann kommen die ganzen Flyers. Von der Pinkbox. Detox Baby, Hello Beauty Lover, Detox, Ready for Detox, es ist Zeit für dich und deine Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen aus der Natur zu versorgen. Also in dieser Box wird es Detox-Produkte haben. In diese Must-Haves für die kalten Herbsttage. Schauen wir mal rein. Detox Baby. Das ist das Thema oder das Motto von der Pinkbox im Oktober. Dann haben wir als erstes Chemie lassen wir nicht an deine Haut. Dr. Hauschka. Mit einem QR-Code kann man schauen, was es genau ist. Das wird eine Creme sein. Ich habe die Brille nicht an. Mit 0% Mineralöle, Silikone, Beck und synthetische Konservierungsstoffe drin. Alles, also 100% natürliche Rohstoffe, meistens Bio, oft sogar Demeter. Demeter ist, ich glaube, eine Schweizer Bio-Auszeichnung. Dann hier hat es für die, ein Flyer für die Black Box, das ist für die Männer. Das interessiert mich nicht, da ich ja keinen Mann habe. Und als erstes ziehe ich eine Dove Anti-Stress. Ist das eine Bodylotion? Eine Pflegedusche. Schön. Blaue, Kamille und Haferduft. Null Sulfate, einzigartiger Feuchtigkeitskomplex. Ja, ich kann es fast nicht lesen, man sieht es, ich bin halt alt. Intensive Pflege, Kornblumen. Es ist natürlich und natürlich Tierschutz, tierversuchsfrei und vegan. Diese Dove ist keine schlechte Marke, ich kaufe sie zwar nicht, aber ich weiß, es ist eine schlechte Marke. Und hier haben wir von Dr. Hauschka die Handcreme. Handcremen kann man immer gut gebrauchen, ich werde sie verschenken. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, das hat 30 ml. Die Pflegedusche hat 250 ml. Hier haben wir die Dr. Hauschka Handcreme. Ich denke, sie wird unparfümiert sein. Ich möchte sie jetzt nicht öffnen, weil sie ja verschenkt wird. Aber da sie 100% natürlich ist, wird sie unparfümiert sein. Langanhaltende Pflege zieht schnell ein, Hydratin, H
kommt, also es ist eine hydratisierende, also feuchtigkeitsspendende Hautcreme. Ja. Der Hauptstoff ist Wasser und nachher Alkohol, Glycerin und Altasto. Altaoea, ich kann es nicht lesen, ich habe schlechte Augen. Ich habe Altersaugen, das habe ich. Das haben wir im Alter alle oder die meisten. Dann kommt von Bepanthen Derma ein Reinigungsgel fürs Gesicht, das gefällt mir sehr gut. Bepanthen Derma, das ist eine neue Marke von Bepanthen. Natur, also für die Haut sehr gut, für sensible Haut sehr gut, für empfindliche, trockene Haut sehr gut. Beruhigt sanft und beruhigt die Haut. Reinigt sanft und beruhigt die Haut. Schützt die natürliche Hautbarriere. Dermatologisch getestet. Das ist das. Das hat, wie viel Milliliter? 200 Milliliter. Da bin ich gespannt, ob die schäumt. Ich hoffe es. Ich habe gern, wenn es schäumt. Provitamin B5 hat es drin. Ein Provitamin B5-Komplex. Dann haben wir von Lavera, das ist auch eine Naturmarke, Naturkosmetik, haben wir ein Sleeping Re-Energizing. Ein Ölelixier, ein Bio-Traube und Vitamin E-Öl. Das ist ein Schlaf, ein Rebooster, verleiht den Hautzellen mehr Energie über Nacht, schönere Haut über Nacht, Zellregeneration in der Nacht für eine strahlende, schöne Haut am Morgen. Das wäre das. Das sieht mir, oh nein, entschuldigt. Sie läuft. Das ist Bio, rein Bio. Ich weiß nicht, kennt ihr Lavera? Das gibt es in Deutschland auch. Naturkosmetik mit Trauben und Vitamin E. Vitaminöl, was sage ich da für Sachen? Das ist wieder typisch Franziska. Und dann haben wir noch etwas. Und zwar von Well. Eine Feuchtigkeitsmaske, zwei Feuchtigkeitsmasken mit Gurkenextrakt und Kokosöl. Vegan, für alle Hauttypen geeignet. Sehr schön. Well ist auch eine Naturkosmetik. Feuchtigkeitsmaske. Erfrischt die Haut und spendet 24 Stunden Feuchtigkeit. Die Formulierung mit Kokosöl pflegt intensiv und hinterlässt ein geschmeidiges und angenehmes Hautgefühl. Anwendung nach der Reinigung großzügig, das muss man auftragen. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Schön, freue ich mich, das gefällt mir. Masken kann man immer brauchen oder dann verschenke ich sie. Ich habe so viele Masken. Und Gurkenmasken habe ich auch viele, aber es reinigt halt und erfrischt. Ist vegan. Das war's. Es hat nichts mehr, aber es war so 1, 2, 3, 4, 5. 5 Produkte. Schön. Gefällt mir. Eine sehr schöne Box. Da habe ich Freude daran. Und jetzt kommt die Sonne noch hervor. Das freut mich noch mehr. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Es ist morgen. Jetzt kommt die Reinigung. Ich mache jetzt alles fertig. Und sage tschüss. Bis bald, Franziska.